Er ist schnell wie kein Zweiter. Er trickst besser als jeder andere. Und sein Schuss ist einfach absolut phänomenal. Und er ist einfach der fresheste und coolste Fußballer aller Zeiten. Leute, mein absoluter Lieblingsfußballer Ronaldinho, diesmal zu Beginn von Release an in einem neuen FIFA-Teil. Eine 93er Karte, die sieht einfach übertrieben krass aus. Und dieser Ronaldinho hat nicht nur übertrieben geile Stats und 5 Sterne Skills, sondern er hat auch die Trickster-Eigenschaft. Diese Eigenschaft haben nur so 10 Karten im Spiel. Das heißt, er kann nochmal 10, 15 Tricks machen, die sonst so gut wie kein anderer kann. Und das ist für mich natürlich perfekt. Das heißt, wir können hier gleich Volta und FIFA Street vereinen und die Gegner komplett auseinandernehmen. Ich habe schon mal ein Team vorbereitet. Hier wird gleich Ronaldinho reinkommen. Und die restlichen Spieler in dem Team werden dann durch 100k-Packs entschieden. Ich habe nämlich 10 100k-Packs von der Community bekommen. Und wir gucken mal, was ihr so alles gezogen habt. Und aus jedem 100k-Pack der fresheste Spieler oder der am besten in das Team passt, kommt hier rein. Ich bin gespannt, wie stark 100k-Packs am Anfang von FIFA sind. Ich meine, man kann da Heroes drin ziehen, Icons drin ziehen, diese Nike-Player drin ziehen, Informs drin ziehen, einfach so geile Spieler drin ziehen. So, was natürlich noch fehlt für diese Challenge ist Ronaldinho. Und EA hat ein Elite-Starter-Pack rausgebracht für fast 300.000 Münzen. Das Spiel ist noch nicht mal offiziell released. Es gibt schon solche Packs, das ist absolut crazy. Alles an Tradables hier drin. Eine Leih-Icon könnte Ronaldinho sein, aber nee, wir wollen nicht als Leih, wir wollen ja als richtigen Spieler beginnen in das Pack und hoffen, wir ziehen irgendwas richtiges, richtig Geiles. Das wäre meine erste Icon in diesem FIFA. Man muss bedenken, ich habe für dieses Pack gerade, was ist das, 30 Euro bezahlt. De Jong und, wer ist das? Sandra Panos. 2 Barca-Leute sind hier am Start. Double Walkout in dem Pack, vielleicht sogar Triple Walkout. Man weiß nicht, wer da noch hinter chillt. Ah, ich habe bisher, glaube ich, 4.000 Euro in das Game gesteckt. Ich habe keine Hero, keine Icon bisher gezogen. Die zähle ich jetzt auch mal nicht dazu, weil das halt ein Leihspieler sind. Es ist wirklich ein Triple Walkout. Und Theo Hernandez ist 100k wert. Koundé ist auch 100k wert. Bro, ich kann diese Spieler zwar nicht verkaufen. De Jong ist auch sick. Aber das ist ein richtig starkes Pack. Das ist mein bestes Pack bisher in diesem FIFA. Musiala chillt hier auch noch drin. Bro, der kostet auch. Ich habe Spieler im Wert von 500.000 hier gerade in diesem Pack gezogen. Das ist ja richtig stabil. Denn auch noch ein Draft-Token. Korrekt, EA. Das war ja ein cooles Pack. Ich habe nur ein Problem. Da war jetzt nicht Ronaldinho drin. Damit habe ich eigentlich gerechnet. Aber zum Glück gibt es ja auch noch einen Transfermarkt, auf den man raufgehen kann und bei dem man sich die Spieler holen kann, die man haben möchte. Und Ronaldinho hat schon, ja, einen soliden Preis, aber ich finde es eigentlich fair. 3,6 Millionen bei den Eigenschaften und bei dem, was er kann. Das geht fit. Ich kann mir vorstellen, er wird demnächst noch teurer sein. Da ist Ronaldinho in der Mannschaft drin. Ich benutze ihn heute als Zehner, außer, ja, wir kriegen einen anderen ZOM, dann stellen wir irgendwie um. Ich denke aber 4-1-2-1-2 ist schon eine gute Formation. Ich will Ronaldinho so weit vorne wie möglich haben. Ich habe übertrieben Bock mit ihm zu zocken, ernst. Und auf der Ersatzbank für heute sind die Spieler, die wir im 300k-Pack gezogen haben. Wie gesagt, die Startelf wird von den 100k-Packs von euch gleich bestimmt. Aber wir dürfen dann natürlich im Laufe der Partie einwechseln. Was er da für Spieler gerade drin hat, ich komme nicht drauf klar. Einer davon wäre schon krass gewesen. Selbst Marta ist ja einer der besten Fußballerinnen aller Zeiten. Hat 5 Sterne Skills. Wenn sie ihre Karriere beendet, wird sie locker auch so ein 93er Icon-Card kriegen. Das ist quasi Ronaldinho weiblich, würde ich jetzt sagen. Und ja, Mann. Geil, geil, geil. Jetzt gehen wir die 100k-Packs. Ich hoffe, da sind auch stabile Sachen drin. Und dann am Ende mit dem Team zocken. Da bin ich auch so heiß drauf. Ich finde das Gameplay bisher echt sehr nice in der FIFA. 100k-Pack Nummer 1. Ihr wisst ja, wenn man Aufgaben erfüllt oder wenn man SBCs macht, kann man momentan diese 100k-Packs kriegen. Aber die sind sehr, sehr selten. Jeder Account kann nur so 2-3 bisher bekommen. Da hofft man natürlich, dass die richtig nice sind. Ich sag mal so, Shandamuro hat ein 85er-Rating. Ist nicht mal ein Walkout. Vielleicht ist wenigstens eine Special Card oder irgendwas hinter. Ansonsten, oh, tut mir das für den Bro leid. Der hat nicht mal Duplikate oder so. Smalling ist auch nichts. Hier ist keiner was wert. Ja, so kann es auch gehen. Okay, Shananolu tun wir erstmal ins zentral-defensive Mittelfeld. Wir mussten uns ja einen Spieler aus dem Pack aussuchen. Und ich denke, er ist schon so der Beste. So, das nächste 100k-Pack. Garantierter 84-Plus-Spieler. Schlechter kann es nicht sein in diesem Pack, aber gerne deutlich besser. 89, 90 oder irgendwas in dem Dreh, nein, Mann, das ist Heubjerg, ne? Und wenn das wirklich Heubjerg ist, dann hat er hier die absolute Niete gezogen. Weil der hat wirklich genau eine 84. Wahrscheinlich ist auch noch der einzige 84er. Ja, Mann, okay, wenigstens aber ein Info. Moffi, der geht bestimmt für Discard-Preis. Ich finde seine Stats nicht schlecht und so eine Info-Karte hier jetzt in dem Video testen. Sagt, wir klauen uns den. Selbst seine Duplikate und so sind nicht cool. So, Moffi ist drin in der Mannschaft. Er hat Tempo, er hat eine geile Karte, die schön aussieht und animiert ist.
Deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf ihn. Schreibt mal in die Kommentare, was in euren 100k-Packs drin war, wenn ihr die schon gezogen habt, beziehungsweise was der beste Spieler war, den ihr bisher in diesem FIFA gezogen habt. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob es ein Walkout ist, aber es kann nur Vinicius sein. Oder es ist Vinicius! Es ist Vinicius Junior! Oh mein Gott, der passt auch noch perfekt zu Ronaldinho. Das ist jetzt ein richtig geiler Pull. Der Bro hat hier einfach einen Spieler gezogen, der 1 Million Coins kostet. Der kostet inzwischen 1 Mio. Scheiß mal auf die anderen Spieler, die hier im Pack sind. Die sind alle egal. Vinicius Junior. Wie geil. So, Formation ist geändert auf die normale 4-1-2-1-2, damit wir Flügelspieler haben, damit wir Vinicius Junior einbauen können. Auch mit seinem Trade mit der Rakete. Digga, wenn der schnell rennt über den Flügel, auf einmal ist diese Rakete auf seinem Kopf und der ist dreimal so schnell. Das ist so crazy. Und wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was bisher der beste Spieler war, den ihr in diesem FIFA gezogen habt. Würde mich interessieren. Bei dem Bro war es bestimmt Vinicius. Bei mir war einfach der beste, weil Wert, bei den ganzen 1000 Euro, die ich reingesteckt habe, Wert ist nicht verkehrt, 300k oder so ist der Wert, aber überlegt mal, kein Icon, kein Hero und kein, der wirklich richtig viel wert war. Das ist bitter. Da haben bestimmt einige von euch was Besseres gehabt, mit 0 Euro sogar. Aber gut, ich beschwere mich nicht, ich habe ja trotzdem viele Coins und euch sei es natürlich sehr gegönnt. Es ist ein Walkout, das ist schon mal fresh. Es ist Kimmich? Nee, warte. Oh, wahrscheinlich eine Frau. Wahrscheinlich eine Frau. Ist es diese Oberdorf? Ja, genau, Oberdorf. Warte, die können wir als Innenverteidigerin nutzen. Die habe ich in einem SBB auch schon mit eingeplant gehabt. Hätte ich jetzt nicht laut sagen sollen. Man weiß nie, wer von den anderen YouTubern die Videos guckt. Habe ich doch nicht eingeplant. Ich glaube, die macht das. Die hat sogar diesen Bizeps da auf der Karte und so. Das heißt, die drückt Gegner weg und so. Passt, stecken wir ein. Zack, Oberdorf in die Innenverteidigung. Chemietechnisch sieht das noch ein bisschen mau aus. Vielleicht sieht er irgendwann noch eine Icon. Dann haben direkt alle gleich nochmal einen Chemiepunkt mehr. Können ja noch einen Manager später einfügen und ja, dann wird das schon irgendwie gehen. Ich würde sagen, Chemie ist jetzt auch nicht so ultra wichtig. Hauptsache, wir haben geile Diesmal ist es Kimmich. Hauptsache, wir haben geile Spieler. Wow, ich dachte kurz back-to-back jetzt Oberdorf. Aber einfach der Spieler, mit dem wir davor gerechnet haben. Zweimal nacheinander Deutschland ZDM. High-rated, Walkout, alles drum und dran. Was hat Kimmich da bei seiner FIFA-Figur vom Bart gehabt, ey? Ja, es ist ein 50k-Pack. Ja gut, egal, Kimmich. Wichtig, 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 was für die Verteidigung auch weiterhin zu haben. Sturm haben wir jetzt noch offen, rechte Seite verteilen, Tor, wir haben überall was offen. Also egal, was gleich das Beste im Pack ist, wir können es eigentlich einmal. Also, nächstes 100k-Pack. Und es kann knallen. Ah, das hat mir gerade nicht gefallen, was ich hier gesehen habe. Man kann ja schon direkt auseinanderhalten, ob es ein Walkout ist oder nicht. Ich habe leider darauf geachtet und gesehen, der Spieler hat ein Rating von unter 86. Grimaldo. Super Fußballer, aber wenn FIFA jetzt nicht unbedingt das, was man haben will, wobei gut, dann machen wir unsere Verteidigung langsam komplett. Hier ist auch keiner dabei, den ich für vorne haben will. Saliba könnte man als Innenverteidiger, Grimaldo als Außenverteidiger. Ja, der Rest muss nicht. Also, Grimaldo ist Linksverteidiger, das gibt den nächsten Link für Kimmich und Grimaldo. Ronaldinho gibt den ja den dritten Bundesliga-Link, weil Icons ja zu jeder Liga-Link und das ist auch geil. Chemie, ich sag ja, das regelt sich mit der Zeit eh von selbst. Als ob hier keiner ein Icon gezogen hat, ne? Das ist schon ein bisschen... Al-Nassr! Ich glaube, ihn kann man auf jeden Fall als Icon zählen. Offiziell eine Goldkarte. Und leider auch nicht mehr mit den Stats wie in seiner Prime. Aber ich wollte ihn eh noch testen. Ich habe bisher die Karte noch nicht mehr. Ich habe die gar nicht. Ich habe ihn natürlich auch noch nicht gespielt. Es ist an der Zeit, Cristiano Ronaldo CR7 in ein Team zu stecken. Boah, er und Ronaldinho und Vinicius, das sind alle Generationen. 5-Sterne-Skiller von überall. Er hat auch einen Grimaldo mit hier drin, den haben wir schon. Es wird eh safe, Ronaldo. Wir nehmen natürlich Ronaldo. Marta ist ja auch noch mit dabei. Cristiano Ronaldo ist unser Stürmer. Geil, geil, geil. Boah, wir haben voll viele Skiller und so auch mit dabei. Das wird so eine geile Partie gleich, hoffe ich. Kommt denn hier jetzt noch jemand mit einem Hero oder mit einer Icon? Die können doch nicht so extrem selten sein. Also doch, die sind sehr selten, aber so selten, das ist schon übertrieben. Das ist Gabriel. Es ist Gabriel. Als bester Spieler in diesem Pack. Vielleicht müssen wir uns anderweitig umgucken. Wir können hier nehmen, dann haben wir die Verteidigung komplett. Aber wenn hier noch einer für rechte Flügel oder Tor ist... Nö, ist beides nicht so. Ja, okay. Nö, nix was. Nee, Digga. Nee, auf Melke. Nee. Jetzt kein Traumverteidiger, aber der wird seinen Job schon irgendwie machen. Und er gibt einen weiteren Brasilien-Link. Wenn wir noch irgendeinen Brasilianer kriegen, dann werden die chemietechnisch auch schon wieder aufs nächste Level gehoben. Okay. Okay, nächstes 100k-Pack. 2 Positionen haben wir noch offen. Französischer Stürmer von Atletico. Es müsste Griezmann sein und es ist auch noch Antoine Griezmann. Geile Stats, endlich wieder eine gute Karte in FIFA. Das gefällt mir.
da kam gerade noch jemand, das ist ein Double Walker, das heißt, da ist noch eine bessere Spielerin drin. Katoto ist besser als Griezmann. Ich weiß nicht. Ich habe die Karten nochmal verglichen. Weder Griezmann noch Katoto können rechtes Mittelfeld oder rechter Flügel. Beide können nur stürmen. Die Stürmerpositionen sind schon besetzt. Ich finde von den Stats her auch Griezmann, glaube ich, auf dem Spot ein bisschen geiler, weil er auch richtig gut passen kann und so. Deswegen stellen wir Griezmann hier hin. Und im letzten Pack muss jetzt ein Keeper oder eine Keeperin drin sein. Aber bei 24 Spielern ist das eigentlich eh safe. Aber hoffentlich was Gutes sogar. Das ist das Jumbo Rare Players Pack. Nein, okay. Nein, linker Flügel, also okay. Der beste Spieler am Pack ist, glaube ich, Grealish. Und der hat dann, ja, der hat nichts mit der Position zu tun, die wir brauchen. Also ein Grealish, um uns ins Tor zu stellen, bringt nichts. Wir werden noch irgendwelche Keeper drin sein, hoffe ich. Sonst irgendwie Feldspieler am Tor wäre jetzt überquatsch. Oh, da ist einer, Falcone. Der beste Keeper, hier hat eine 76. Das ist ja richtig Quatsch. Adeyemi, linke Mittelfeld. Aber den Spot haben wir jetzt schon mit jemandem Besseres besetzt. Aber Adeyemi nichts verkehrt. So kann man sich nicht mal beschweren beim 100k-Pack mit ihm. Arias ist hier noch mit drin. Oder der Keeper, macht auch nicht mehr Sinn. Wait, Romero! Ich glaube, ich nehme Romero. Den kennt man ja sogar noch aus seiner Premier League-Zeit und ich glaube, der hat jetzt das höchste Rating von allen Keepern und die Karte sieht auch irgendwie cool aus. Also ist er unser Keeper, das ist unser fertiges Team. Wir dürfen ab der Halbzeit wechseln, die Spieler, die wir selber in unserem Pack hatten, weil die sind auch mega stark, können tricksen, können alles. Oh, ich bin so gespannt auf Ronaldinho, ich werde so viele von diesen neuen Tricks mit ihm raushauen. So, was hat der erste Gegner für ein Team? Gulaschi im Tor. Okay, ja, ein Starter-Team wahrscheinlich. Sehr offensiv gebaut mit der Former. Okay. So, unser Inform-Moffi. Mit den auf Ronaldinho. Ich hoffe, das ist kein Abseits. Vinicius. Vinicius gibt den rein, Ronaldinho. Das ist fast sein erstes Tor. So, Ecken auch interessant. Ronaldinho auf Vinicius. Boah, was passiert hier? Oh, oh, es brennt hinten ein bisschen. Weil unser Spieler auch schon gelb hat, der hier in den Zweikampf muss. Boah, macht er nicht verkehrt. Macht er nicht verkehrt, der Gegner. So, Ronaldinho. Zack. Kurz nach hinten gehen. Und boah, was ein geiler Move. Ronaldinho, schlecht getimt von mir. So krass, dass Ronaldinho einfach so 10, 15 Tricks kann. So zum Beispiel wie der hier einfach durch die Beine, die nur 10 Karten im gesamten Game können. Man muss festhalten, wir tricksen schon sehr gut. Macht sehr viel Spaß hier alles, aber... Alter, es steht immer noch 0-0, der Gegner spielt nicht verkehrt. Ronaldinho, angetäuscht. Ist angetäuscht, dass er nach hinten geht. Ihr seht, Trickster ist schon wieder aktiviert. Zack, vorbeigedribbelt. Schön, Cristiano! Boom! Cristiano, schöner Ball. Schönes Ding. Vinicius, wo ist die Rakete auf deinem Kopf? Wo ist sie? Vinicius. Schuss gecancelt. Nochmal rüber. Und der Ball ist im Tor. 2-0. Und der Gegner drückt Start. Das war's. Erstes Match in Ronaldinho. Die ersten geilen Aktionen. Und der erste Sieg mit Rage Quit. Fresh. Und ihr seht es hier. Das war mein allererster Sieg generell in Division Rivals. Ich habe bisher noch kein einziges Match Rivals gemacht. Ich habe darauf gewartet, dass ich einen coolen Spieler im Team habe. Und mit Ronaldinho habe ich mich direkt angetraut. So. Und da haben wir den zweiten Gegner. Gegen den treten wir auch noch an. Ja. Strong. Strong. Mit Icon und sowas auch. Okay. Das Ziel ist natürlich, sich jetzt so schnell wie möglich hochzuzocken in die Elite-Division. Und ich denke auch, das werden wir hinbekommen. Erst recht, wenn wir so Leute wie Ronaldinho im Team haben. Alter, was eine geile Vorlage. Ich hatte ja eigentlich gar nicht geplant mit Ronaldinho in meinem ersten Starter-Team, aber das hat sich jetzt verändert. Ich wusste nicht, wie krass diese Trickster-Eigenschaft ist. Der Ball rutscht bei den Leuten auch gar nicht mehr weg. Die können dribbeln, die können so viele Tricks machen, wie die wollen. Wenn die Trickster sind, die verlieren den Ball einfach nicht mehr. Das ist krass, das ist echt krass. So, ich gebe den mal nach außen. Dann gehe ich mit Ronaldinho in die Mitte. Dann kommt Ronaldinho hier durch. Leute, ich bin ernsthaft einfach so glücklich gerade. Was mich mit am meisten aufgeregt hat an den letzten FIFA-Teil war, dass man nicht mehr geil tricksen konnte. Nicht mehr so geil wie früher. Und jetzt geht's einfach wieder mit den richtigen Spielern. Das ist fresh. Grimaldo! Boah, den noch ein bisschen höher und ins lange Eck. Der hat Potenzial. Okay. Der Angriff hat leider auch Potenzial. Ah, stark gemacht, stark gemacht. Ronaldinho. Zack. Schön. Wo ist Cristiano? Hier. Cristiano! Oh, er kriegt sich da nicht durchgesetzt. Wir bleiben dran. Cristiano. Auf den Inform! Oh, es ist er. Es ist einfach er. Es ist einfach Ronaldinho, der den Ball hier auf CR7 gibt. Die beiden verstehen sich gut. 2-1. Zack. Und diesmal ist es Vinicius Junior, der den Ball auf Ronaldinho gibt. Warte mal, wir gehen in die Mitte. Ja, die können mich ruhig verfolgen.
Kein Problem, Ronaldinho. Nein, wenn der ein bisschen steiler kommt. Nein, an die Pässe muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Ey. Lieber hier die gelbe Karte mitnehmen als das. Warte mal kurz. Warte mal, was soll diese Animation? Mal ein ruhiger. Mein Kimmich. Ja, die gelbe. Ich dachte schon. Mata ist jetzt auch auf dem Feld. Unsere neuen Leute wurden reingebracht. Schön. Mata, zeig, was du kannst. Schön aus Elastico. Mata mit den Moves. Oh, jetzt wird's ganz brasilianisch. Sie gibt den Ball auf Ronaldinho. Oh, wird das so eine Flanke? Das müsste es gewesen sein, das ist es gewesen. Knappe Partie am Ende, aber sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nice, nice, nice. Haben wir immer gewonnen. Das war's von meinem ersten Video in EAFC 24, bei dem wir uns einen absoluten MVP rausgesucht haben und den ein geiles Team mit Packs zusammengebaut haben und dann einfach ein bisschen Gas gegeben haben. Andere Formate, Tutorials, Discard-Formate und so alles kommen natürlich auch in nächster Zeit. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Channel, verpasst nichts mehr. Ich muss sagen, ich hoffe, ihr hattet einfach nur halb so viel Spaß beim Zugucken wie ich beim Spielen, denn es ist schon ein grandioses Video. Leute, ich bin raus. Macht's gut. Hier ist noch ein anderes Video von mir. Einfach gerne anklicken. Bis dann. Macht's gut. Und ciao.